Obwohl Chia damit beginnt, dass ich einem Typen mit einer Machete beinahe die Nase abhacke, ist es eigentlich ein richtig gemütliches Open-World-Abenteuer. Nicht nur wegen der wunderschönen Inselwelt, die ihr erkundet, oder dem teilweise bitterbösen schwarzen Humor, sondern vor allem wegen der smarten Verwandlungsmechanik, die ein komplett neues Level an Freiheit in die offene Spielwelt bringt. Was ich damit meine und was ein kopfloses Huhn mit der ganzen Sache zu tun hat, zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal die Story. Chia spielt auf einer Gruppe pazifischer Inseln, inspiriert von Neukaledonien, einer Inselgruppe im Südpazifik, quasi rechts von Australien. Die Gruppe gehört zu Frankreich, das die Inseln zusammen mit England während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts besiedelt hat. Weswegen auch die Figuren im Spiel entweder Französisch sprechen oder die Sprache der Ureinwohner und Zugezogenen. Viele der Besonderheiten, die Musik und die Inspiration für die Story stammen aus Neukaledonien. Wie übrigens auch die Gründer des Studios Awasep, die Chia entwickelt haben. Die namensgebende Chia ist ein junges Mädchen, das zufrieden mit ihrem Vater auf einer der wunderschönen Inseln lebt. Alles scheint entspannt und harmonisch, bis ausgerechnet an ihrem Geburtstag ein bedrohlicher Typ mit Helikopter und Stoffkriegern angeflogen kommt und ihren Vater kidnappt. Beziehungsweise Vater nappt. In ihrer Verzweiflung entfesselt Chia eine ihr bisher unbekannte Kraft, den Seelensprung. Und sie verwandelt sich, wie ihr eben schon gesehen habt, einfach in eine Machete und schlitzt den Fiesling einmal quer durchs Gesicht. Aber auch das hilft nichts, der Kerl macht sich mit ihrem Vater davon und lässt sie bei ihrem Familienfreund zurück. Und jetzt ist es also an Chia, ihren Papa zurückzuholen. Und dafür muss sie sich zum allerersten Mal nur mit einem Segelboot, einer Schleuder und ihrer neu entdeckten Kraft auf in die Welt rund um ihre gemütliche Heimatinsel machen. Und ab da öffnet sich die Open World und ich kann theoretisch überall hin segeln, wo ich will. Und das mache ich auch, denn gerade im ersten Teil der Story muss sich Chia einen Haufen Gegenstände für ein Begrüßungsgeschenk zusammensammeln. In welcher Reihenfolge sie die einsammelt, ist aber egal. Ein Zeitlimit gibt es auch nicht und deswegen kann ich die Inselgruppen in meinem eigenen Tempo erkunden. Und genau die Welt und ihre Möglichkeiten sind es, die mich bei Chia so umgehauen haben. So ein paar Gameplay-Kniffe, die ihr bestimmt schon aus anderen Spielen kennt, die zusammengenommen aus dem reinen Finde-Dinge in der Open-World-Trott aber einfach mehr machen. Zuallererst ist da natürlich Chias Fähigkeit, der Soul Jump, den ich die ersten Stunden im Spiel ehrlich gesagt völlig vergessen hatte. Also klar, am Anfang bin ich kurz in einen Stein gehüpft und habe mich rumgerollt, weil das Spiel mir das gesagt hat, aber weil das Spiel in der Open World nicht 3 Millionen Hinweise gibt und mich einfach machen lässt, habe ich den Skill komplett vergessen. Ich bin rumgelaufen, bin getaucht, bin Berge hochgeklettert, habe Stamina-Früchte gefunden, die mir noch mehr Ausdauer für all das geben. Ich hatte sogar richtig Spaß beim Segeln, auch wenn ich normalerweise nicht so ein Bootfreund bin. Zum einen, weil sich die Steuerung für mich echt sinnvoll und organisch angefühlt hat. Hier muss ich aber sagen, andere Tests haben sie als fummelig beschrieben, weil Tempo und Richtung getrennt voneinander ausgerichtet werden und je nachdem, was für ein Typ ihr seid, mögt ihr das oder nicht. Dafür läuft aber beim Segeln super entspannte, fröhliche, gute Laune-Musik, die mich direkt in Urlaubsstimmung versetzt. Ich lasse hier jetzt auch mal ganz kurz laufen, aber nur ganz kurz, weil ich nicht weiß, ob das Video dafür sonst geclaimed wird oder nicht. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Ich habe mit den Stamina-Früchten mehr klettern und tiefer tauchen und wie Link ewig herabgleiten können und war zufrieden. Ich habe sogar beim Steinestapeln, das an mehreren Orten auf den Inseln versteckt ist, noch mehr Skills freigeschaltet. Zum Beispiel die Möglichkeit, mir mit meiner Ukulele eine Luftblase auf den Kopf zu zaubern und dann ohne Sauerstoff zu verbrauchen herumzutauchen und Perlen zu sammeln, Fische zu beobachten und. Und dann habe ich auch noch herausgefunden, dass ich absolut jedes Tier streicheln kann. Was ich zu meiner Mission für die nächste Stunde gemacht habe. Ich habe Eidechsen gestreichelt, Krabben, Hirsche, Wildschweine, es war wunderbar. Manchmal habe ich den falschen Knopf gedrückt und sie versehentlich hochgehoben, was die Schweine nicht ganz so lustig fanden, ich dafür aber schon. Kurzum, ich habe mich einfach komplett in der Welt verloren. Weil eigentlich wollte ich euch ja von dem Seelensprung erzählen, ne? Erinnert ihr euch? Wenn nicht, nicht schlimm. Ich ja auch nicht.
ist ja nur das Kernfeature vom Spiel. Aber Lopanchia, dass es auch sogar ohne seinen Hauptverkaufspunkt immer noch so viel Spaß macht, weil man sich komplett in die Welt vertieft. Aber Seelensprung, Fokus. Das Coole am Seelensprung ist, dass Chia sich in wirklich alles verwandeln kann. Alles, was nicht irgendwo festgeklebt ist. Alle Tiere, alle Gegenstände. Was zu meinem nächsten im Spiel verlieren geführt hat, weil ich natürlich erstmal alles ausprobieren musste. Vor allem, weil jedes Tier, in das ich mich verwandle, auch Chias niedliche Blume im Haar stecken hat. Auch die Krabbe. Und auch das Schweinchen. Es gibt sogar einen T-Rex. Beziehungsweise einen G-Rex. Hey. Auch mit Blümchen natürlich. Hier kommt der Punkt, an dem ich euch den besten Wortwitz zum Thema nicht vorenthalten möchte. Leider ist er nicht mir eingefallen. Das Tolle an der Sache mit der Verwandlung ist aber, dass es nicht einfach nur ein nettes Feature ist, das ein bisschen Spaß macht. So, hihi, ich bin eine Taube und ich kann auf Knopfdruck kacken. Auch wenn das schon echt lustig ist. Was soll ich sagen? Ich bin einfach gestrickt. Aber ich brauche den Seelensprung auch, um in den Stories weiterzukommen. Zum Beispiel brauche ich einmal ein Ei. Aber es gibt nirgendwo einfach Eier. Also muss ich zum Huhn werden und eins legen. Selbst ist das Huhn. Und auch das Erkunden und Bewegen wird ganz anders. Die Tiere sind natürlich viel schneller als Chia. Das bedeutet, ich komme super von A nach B. Das ist schon gut, weil die Welt allein zum Durchlaufen ist dann doch ein bisschen groß. Fliegen, Schwimmen macht das Ganze sehr viel besser. Nicht alle Tiere sind schnell, Krabben sind jetzt nicht ganz vorne mit dabei, aber wenigstens kann ich mit ihnen Ketten aufknipsen. Jedes Tier hat also seine eigenen Vorteile. Die Dauer der Verwandlung ist nicht unbegrenzt, es gibt diesen Balken, der abläuft und der regeneriert sich auch nicht immer voll, nur pro Abschnitt. Und zwischendurch muss man deswegen immer mal an eine von diesen Snackstationen hier. Die Snacks sind umsonst, man muss halt nur welche finden. Dementsprechend ist es nicht wirklich hart begrenzt, aber man muss trotzdem ein bisschen nachdenken, wann man sich verwandelt und als was. Sogar ein Holzscheit zu werden hat seine Vorteile, nämlich um Feindeslager auszuräumen. Überall auf der Insel verteilt sind die Stoffkrieger, die auch Chias Papa eingesackt haben, in kleinen Lagern. Die sehen einen, wenn man vorbeikommt und man kann sich anschleichen und ihnen dann den Garaus machen. Die sind nämlich nicht feuerfest. Warum sie denn an einem Lagerfeuer sitzen und vor allem, wer das Lagerfeuer angezündet hat, das erschließt sich mir persönlich jetzt nicht. Aber gut, werde ich halt zu einem Holzscheit, rolle durchs Feuer und zünde alle an. Das haben sie jetzt davon. Die ersten paar Male macht das echt Spaß, aber die Lager verlieren schnell an Anspruch. Weil sobald ich weiß, was ich machen muss, suche ich einfach nur das Holz, roll rum, fertig. Da hätte ruhig ein bisschen mehr Kreativität reinfließen können. Vielleicht mal ohne Feuer direkt bei den Stoffboys oder so. Oder man lässt es direkt komplett weg. Wegen mir hätte das Spiel ohne die Lager nämlich absolut nichts verloren. Und da ich im Laufe der Story sowieso noch mit den Kriegern konfrontiert werde, hätte das auch völlig gereicht. Finde ich. Richtig cool sind aber zum Beispiel die Ukulele-Einlagen, die die Story-Sequenzen begleiten. Die funktionieren wie ein Rhythmusspiel und sind mit dem Controller gerade bei vielen Noten auf einmal gar nicht mal so leicht. Wenn es euch nervt, könnt ihr aber auch auf Autoplay schalten. Aber ich habe immer sehr viel Spaß dabei gehabt und es trägt echt so viel zur Stimmung bei. Ich bin großer Fan der Open-World-Aufgaben. Nicht, weil ich sie alle immer gemacht habe, aber weil sie so gut ins Spiel passen. Und in die Story. Ich muss nicht 70 Millionen Vogelfedern finden, ne, Assassin's Creed, oder sonst irgendwas Sinnloses. Es gibt zwar überall was zu finden und zu sammeln und viele der kleinen Kisten und Truhen enthalten eher neue Outfits für mich oder neue Accessoires für mein Boot, aber ich kann eben auch ohne. Und wenn ich nicht die Aussichtspunkte nutze, um fröhlich in die Welt zu schreien und damit Schätze und Items in einer Gegend aufzudecken, bleibt sogar meine Karte relativ clean. Oh, die Karte ist übrigens noch so ein tolles Detail. Chia weiß nämlich, wo wichtige Orientierungspunkte sind, aber nicht immer unbedingt, wo sie selber ist. Wenn man sie nämlich fragt, dann kreist sie so einen etwas größeren Bereich auf der Karte ein und sagt, ja, ich bin irgendwo hier und ich kann die und die Stadt sehen. Genau, wie es mit einer richtigen Karte auch funktionieren würde. Das ist auf der einen Seite hart nervig, wenn ich einfach nur wissen will, wo ich jetzt abbiegen muss. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch richtig cool, weil das ganze Entdecken und Erkunden noch mehr hervorhebt. Aber ja. Da muss man der Typ für sein. Kurz gesagt, dafür, dass Awasep so ein kleines Studio ist, ist die Open World von Chia wirklich toll geworden. Weil sie mich einfach machen lässt, ohne mich andauernd mit Aufgaben und Meldungen und Sammelquests zu bombardieren. Und weil so viel kreativ möglich ist. Klar, die Features sind nicht neu. Das Verwandeln kennen wir aus Super Mario Odyssey, das Klettern und Gleiten aus Breath of the Wild,
das die Karte aufdecken aus Assassin's Creed und so weiter. Aber die Art, wie die Features ins Spiel eingebaut sind und die Spielwelt ergänzen, das ist wirklich gut durchdacht. Das zeigt sich auch bei der Story. Zu der will ich euch übrigens nicht zu viel erzählen, denn die dauert mit allem drum und dran nur etwa 10 bis 15 Stunden und ich will nichts spoilern. Aber Chia ist eine spannend am Lagerfeuer erzählte Legende, die sich nicht zu ernst nimmt, aber trotzdem ab und an richtig ans Herz geht. Und einen für ein so drolliges Spiel überraschend schwarzen Humor hat. Ihr erinnert euch an das geköpfte Huhn, das ich im Intro erwähnt habe? Naja, ich sag nicht, woher es ist, aber es landet auf jeden Fall in Chias Inventar. Und als ihr es rausholt, lebt es immer noch und rennt rum. Und später, als jemand Chias Rucksack ausräumt, ist das Huhn wieder da und pickt wieder rum. Das ist vielleicht ein bisschen makaber, das gebe ich zu. Aber es ist auch richtig, richtig lustig. Chia ist natürlich nicht perfekt. Die Karte gefällt mit Sicherheit nicht jedem, der Humor klickt vielleicht nicht für alle und auf die Kämpfe hätte ich zumindest richtig verzichten können. Und die Insel ist zwar richtig schön, gerade mit wechselnden Lichtstimmungen, während der unterschiedlichen Tageszeiten, dem Wetter, das sieht top aus, also nicht Fotogrammetrie top wie Forza, aber klasse für ein Indie-Studio wie Awasep und den Artstil. Die Städte sind im Gegensatz dazu richtig hässlich. Also nicht nur innerhalb diesem künstlerischen, menschzerstörten Natur hässlich, sondern auch vom Aufbau und den Details hässlich. Natur, Bombe, 1A. Dörfer, top. Städte, nee. Hässlich wie die Nacht. Oder zumindest wie ein PS2-Spiel. Ich weiß, auch die sind nicht immer hässlich, aber 2023, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, vor allen Dingen, nachdem die Natur da halt so toll aussieht. Es ist ein richtig krasser Kontrast. Ist aber auch okay, finde ich. Dafür hat nämlich ein sehr kleines Studio eine sehr interaktive, vielseitige Open World mit jeder Menge Möglichkeiten und einer tollen Story geschaffen. Zu Release hatte Chia noch mit Framerate-Einbrüchen und Abstürzen gekämpft, mittlerweile sind die meisten Probleme aber schon behoben und ich hatte maximal den einen oder anderen Clipping-Fehler. Ansonsten lief alles rund. Und das ist Chia. Falls ihr Chia schon gespielt habt, interessiert mich eure Meinung. Wie gefiel euch das Spiel? Habt ihr direkt alles gecheckt? Hat euch die Open World gefallen? Und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, wollt ihr noch? Schreibt's mir gern, ich bin gespannt. Und während Chia entspannt vor sich hinsegelt, könnt ihr ja überlegen, ob ihr uns abonnieren wollt. Dann bekommt ihr unsere Videos immer direkt in eure Abo-Box gespült. Einfach so ein kleiner Klick unten links? Was sagt ihr? Oder unten rechts für ein Like, das ist auch cool. Aber nur, wenn ihr mögt. Habt ansonsten noch einen ganz wunderbaren Tag und bis bald.